Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin noch immer in Kroatien und wo ich heute lang laufe, das erzähle ich nach dem Intro. Ich bin in Daila losgelaufen und laufe jetzt nördlich die Küste entlang Richtung Umag. So weit werde ich nicht kommen. Umag ist ungefähr, wenn ich die Küste lang laufen würde, 15 Kilometer, weil man immer so zickzack laufen würde. Straight ahead wäre das ungefähr 10. Und die Küstenstraße oder die Küstenwege entlang sind es ungefähr 15. Deswegen mache ich das nicht. Heute habe ich nämlich nicht so viel Zeit. Ich bin nämlich zum Abendessen verabredet. Und da kann ich nur eine Stunde 15 laufen. Trotzdem sehr schön hier an der Küste. Ähnlich wie in die andere Richtung. Nicht viel los gerade. Also echt ein Geheimtipp. Novigrad, Kroatien. Mal hinkommen. Ich laufe mal weiter. Jetzt bin ich etwa 37 Minuten unterwegs, gerade in einem kleinen Waldstück angekommen. Hier würde es, glaube ich, wieder zum Meer gehen. Ich gucke mal, ob ich es erreiche in dem Aufnahmetake. Ah ja, und hier will ich auch drehen. Es war echt eine schöne Tour bis jetzt. Sogar eigentlich die schönere Tour als nach Novigrad. Novigrad war ein bisschen sehr viel Touri zwischendrin. Hier zwar auch, aber nicht ganz so überlaufen. Jetzt laufe ich wieder zurück. 37 Minuten und dann habe ich meine Stunde 15 gemacht. Für heute. Und dann bin ich glücklich. Das nächste Mal laufe ich, glaube ich, weiter hier, weil es eigentlich eine ganz coole Tour. Schöner als letzte Mal. Deswegen, das merke ich mir. Jetzt laufe ich zurück. Und da gab es noch ein, zwei Ecken, die ich aufnehmen musste. Habe ich verpasst. Mache ich jetzt. Das wollte ich mal zeigen. Hier bin ich eben schön lang gelaufen. Eine sauschöne Landzunge. Die ist echt wert, es zu besuchen. Ich bin hier eben von dort aus gekommen und bin diesen Weg hier lang gelaufen und bin dann hinter mir hochgegangen, habe dann oben gedreht und jetzt bin ich wieder da. Das wollte ich mal gezeigt haben. Es geht weiter. Ich laufe jetzt wieder nach Daila hinein. Ich bin hier wieder an der Straße angelangt, wo die Autos fahren. Hinten im Hintergrund sieht man noch ein bisschen das Meer. Aber ich habe jetzt gleich, ja, in 500 Metern habe ich meine Unterkunft erreicht. Und dann ist alles gut. Hier sehen wir auch das Ausgangsschild. Ich komme natürlich rein nach Daila. Mal gucken, was ich als nächstes mache im Sportvlog. Bis dahin. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.